So, meine Freunde, willkommen zurück zu meinem Anno 1800 Spiel mit einem schönen Blick auf die kleine Stadt London, in der ich sämtliche meiner Ingenieure zwischengeparkt habe, denn ich hatte dummerweise irgendwann mal sämtliche... Sie haben an Einfluss gewonnen. Dankeschön. Sämtliche Ingenieure durch Investoren ersetzt und musste feststellen, upsie, keine gute Idee. Dafür habe ich in dieser wunderbaren Spielwelt London gegründet und hier sämtliche Ingenieure wohnen lassen. London hat eine kleine Besonderheit. Es ist die erste Stadt in meiner Spielewelt, die komplett autark funktioniert. Das bedeutet, in dieser Stadt wird nichts produziert, bis auf eben vielleicht mal ein Kaufhaus, wie ihr hier seht, oder sonst den Scheiß, der später noch kommen mag, wenn man das erweitert. Sämtliche Handelswaren oder sämtliche Konsumgüter werden über die Handelsstadt, über die Speicherstadt, Entschuldigung, eingekauft. Jetzt werdet ihr sagen, so langweilig, Alter, die Speicherstadt gibt es schon so voll lange, ey. Das ist doch voller Blödsinn. Ja, das ist richtig. Nur diese Speicherstadt hat eine ganz kleine Besonderheit. Und zwar auch die Produkte, die hier gehandelt werden, habe ich nicht produziert. Sie werden nicht produziert. Sie entstehen quasi aus dem Nichts. Ja, jetzt werdet ihr sagen, aus dem Nichts, ja, ist klar. Also, ein kleiner Blick zeigt, meine Welt funktioniert über Autos. Dafür habe ich hier ein paar Autos schon mal gehandelt. Wir sind jetzt bei einem Exportvolumen von 987.000 Tonnen Autos. Diese Autos wurden bis vor kurzem, die für hierfür nötig waren, um London zu betreiben, in Wolfsburg gebaut. Das hier ist meine Stadt Wolfsburg. Hier werden sämtliche Autos produziert, die für meine Städte nötig sind, um zu handeln. Allerdings gibt es bei Anno einen ganz, ganz kleinen Trick, damit man eigentlich diese Waren gar nicht produzieren braucht, mit denen man handeln muss. Zumindest nicht in den Massen. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch ganz gerne. Für diesen Zweck habe ich mir hier unten drei kleine Inseln gesichert und wie folgt genannt: Börse 1, Börse 2 und zum guten Schluss die Bank. Mehr braucht es nicht. Eine Speicherstadt, eine Bank, ein Haufen Schiffe und ziemlich viel. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Jawohl, Juwelier der Krone. Nehmen wir doch glatt an. So, nun kommen wir mal dazu, wie das Ganze funktioniert. Dieser kleine Zaubertrick. In der Speicherstadt Nummer 1 auf Börse Nummer 1 haben wir zuerst einmal ein paar Autos geparkt. Ihr seht, oh, Captain Morris kommt auch gerade. Wunderbar, da können wir uns das ganze Theater nämlich mal angucken. Captain Morris fährt ein. Und läuft und läuft und läuft. Ist das aufregend? Ja. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh, wunderbar. Und hier werden meine Autos, die ich gerade noch hatte, gegen Telefone und Zigarren getauscht. Spannend, nicht wahr? Diese Zigarren und diese Telefone werden jetzt Kisten unter Deck über meine Schiffe zu Börse 2 gebracht. In Börse 2 werden diese dann wieder gegen Autos getauscht. Diese werden dann wiederum zu Börse 1 gekarrt und der Überschuss davon landet in meiner Bank. Soweit alles klar? Ja, funktioniert wirklich. Warum das so ist, das ist ein, möchte ich sagen, Anno-Fehler, ein Berechnungsfehler. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir hier, ganz klar, ich habe hier, kaufe für 991 Autos 3350 Telefone und für 706 Autos 3350 Tonnen Tabak. So, das ist ein Fakt. Diese verkaufe ich tatsächlich hier in dieser Welt, also in dieser Börse, für 1238 Autos und 881 Autos wieder zurück. Das heißt, ich mache einen Gewinn von roundabout 400 Autos, die es gar nicht geben dürfte.
Das nenne ich mal spannend. Wie das sonst zustande kommt, das zeige ich euch gerne. Und zwar haben wir hierfür nochmal ein Exportbüro gebaut, wo wir jetzt mal mit Schmuck handeln. Das heißt, wir kaufen Schmuck. Kaufen diesen Schmuck ein. Karren dann diesen Schmuck. Ich habe hier irgendwo noch eine Mehr Druck im Kessel. Great Eastern stehen. So klicken. So. Wo bist du? Schmuck. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Bin schon wieder zu weit, ne? Vorführeffekt. Gold. Gold. Da bist du. Schmuck. Noch mehr Schmuck. Und noch mehr Schmuck. Diesen Schmuck bringen wir jetzt zur Börse 2. Und damit wir die Route auch wieder finden. Cap heißt meine Welt. Und seine Aufgabe ist der Handel. An. So. Jetzt passiert dann gleich Folgendes. In der nächsten Runde, in ungefähr 15 Minuten, ich habe das ein bisschen vorgespielt, ich spiele das Spiel etwas schneller, wird Captain Morris kommen, wird mir meinen Schmuck abkaufen und diesen Schmuck werde ich dann hier an dieser Börse wieder verkaufen und hingegen Autos tauschen. So. 3, 3, 5. So, jetzt werdet ihr natürlich sehen, Moment mal, du verkaufst den Schmuck für 571 Autos, musst den aber hier oben für 731 Autos kaufen, dann machst du ja voll die Miese. Ja, das ist korrekt. Das liegt aber daran, dass wir hier für Schmuck noch keine Stufenaufstiege haben. Zumindest habe ich so, glaube ich, noch gar keinen Schmuck gehandelt. Nein, ich habe noch keinen Schmuck verkauft. Und je höher, je mehr Schmuck ich jetzt aber exportiere, desto höher ist das Tauschverhältnis. Und irgendwann, wenn ich dann hier bin, weil diese Tauschverhältnisse kann ich ja nicht wieder rückwärts nehmen, weil das ist 1,6, werde ich hier bei 1,4 landen und wir werden sehen, ich mache ja Gewinn. Mathematisch getrickst. Keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall funktioniert dieser kleine Gag ziemlich gut und es wirft tatsächlich so viele Autos ab, dass ich sie tatsächlich über den Umweg der Bank, wie gesagt, die Bank füllt sich. Wie doof. Hier tatsächlich komplett New York, komplett London mit versorgen kann. Ich habe das mal hier, ihr seht die Route. Kommt von der Bank komplett nach London, das sind 300 Autos. Und um London zu unterhalten, benötige ich bei 28.000 Einwohnern 264 Autos. Das heißt, London wird nicht pleite gehen, die Leute werden nicht davonlaufen, weil irgendwo im Nirgendwo das Fischöl leer geworden ist. Ist mir tatsächlich schon mal passiert. Läuft das Fischöl aus und auf einmal laufen meine Leute weg. Ist tatsächlich passiert. Ja. Das war's also in diesem Video zum Thema, wie kann man eine Stadt komplett autark betreiben. In meinem nächsten Video, weil mir natürlich wieder mal meine Einflusspunkte vorhanden oder abhanden gekommen sind, würde ich gerne mit euch eine Stadt erbauen. Entweder bauen wir sie hier oder hier, weiß ich noch nicht. Und dazu benötigen wir tatsächlich sogar auch die Bank, um die Speicher voll zu knallen, damit wir sinnvoll die Stadt erbauen können.
weil es ist sinnbefreit, das Ganze über Wolfsburg machen zu wollen, die Speicher von Wolfsburg leer zu räumen. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, danke, 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 danke. Und die Stadt soll offen sein. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Oh, danke, Captain Iglo. Ich finde, er sieht voll aus wie Captain Iglo. Meine neue Expedition ist verfügbar. Nicht jetzt, aber ganz einfach. Gut, dann sag ich mal danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn nicht, ist mir das okay geworden. Bis dann. Ciao.